Damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Prepare to Die. Das letzte Mal haben wir uns in die Kirche der Untoten vorgewagt und hier oben schon mal den ersten Magier umgehauen, der uns schon von hier oben da unten angegriffen hat. Das war überhaupt nicht nett. Tja, und wie beim letzten Mal beim Drachen ist mir leider auch hier wieder die Aufnahme abgeschmiert. Dextree mochte mich einfach nicht. Alles weg. Und ich bin mit meinem eigentlichen Charakter schon ein bisschen weiter. Blöderweise habe ich gedacht, diese Stelle hier, die ist doch ganz nett. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Denn hier wartet unser nächster Boss. Deswegen habe ich mal schnell einen Charakter hochgezüchtet, um ihn euch kurz noch gleich zu zeigen. Aber bevor wir uns zum Boss wagen, gehen wir erst doch mal hier lang. Wundert euch nicht über die Rüstung. Ich werde nachher noch zeigen, wo es die gibt. Denn mein richtiger Charakter hat diese noch nicht. So, erstmal gehen wir hier hin. Ja, hier kann man draufhauen. Zack. Ja, ich hoffe, diesmal klappt es besser mit meiner, mit der Aufnahme. Dann hat sich ein Update reingeschlichen und plötzlich war das Programm zu Ende und ich konnte, habe nichts mehr aufgenommen. Habe einfach so weitergespielt und es nicht bemerkt. Das ist sehr doof, aber naja, was will man machen? So, hier geht's an der Treppe. Dup, dup, dup. Hallo. Oh, still human are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Ja, der möchte raus, dem helfen wir doch mal gerne. Na, rede. Thank you. Yes. Ja, bitte. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Ja, ein netter Kerl, der hat erstmal nichts für uns. Der sitzt nachher am Feuerbrandschrein und da wird er uns noch eine Medaille geben. Aber nichts Wildes. So, gehen wir mal hier weiter. Aber schön hier in der Kirche. Zwar alles ein bisschen bodrig, alles schön kaputt. Wir haben ja auch ein bisschen hier gewütet. Noch eine Leiche. Ja, ich bin danach, bin ich gegenüber gelaufen, runtergelaufen. Da sieht man das von hier. Ja, diesen schmalen Weg da und da ungefähr. Bisschen weiter unten, da bin ich momentan. Und da werden wir auch nach dem Bosskampf, denke ich, weitermachen. Gehen wir mal hier hoch. Schön die rostige Leiter. Ist da hinten was? Nö, da ist leer. Dann gehen wir noch hier rauf. Ein böser Nebel. Und die können wir einen rufen. Ritter Soler. Ja, den haben wir schon getroffen. Das ist der nette Ritter, der seine Sonne sucht. Den können wir quasi jetzt mitnehmen, damit er uns bei den bevorstehenden Aufgaben hilft. Ah, reck dich und streck dich. Hallo Soler. Komm, wir gehen hier durch. Dip, dip, dip. Ah, schön hier. Und der Balken hätte leider schon verraten. Da oben, da passiert jetzt was. Aber das schauen wir uns erstmal an. So, Soler, dann zeig mal, was du drauf hast. Da fliegt er dann ein Blitzspeer. Aber er trifft nicht, das Ding ist im Flügel. Das letzte Mal mit einem Schlag das ganze Ding den Schlag gewinnt. Vielleicht habe ich das. Mit einem halben Schlag fast umgehauen. Ich bin entspannt. Man kann nämlich bei manchen Gegnern die Fenster abpacken. Da! Und dann lassen wir was fallen und liegen fall die Axt. Oh, jetzt ist er wütend. Das macht nichts. Und da ist auch schon jetzt noch einer gekommen. Insgesamt zwei. Unser Schild ist ja gut gegen Feuer. Und er fliegt. Ja, lenkt ihn mal ein bisschen ab. Genau, lenkt den anderen mal ab. Ah, das ist jetzt fies. Aber einer ist fast weg.
Oh, verdammt. Das war nicht so schlau. Oh, Solaire ist fast tot. Oh nein, und ich bin tot. Ich hätte Solaire nicht retten wollen dürfen. Oh nein. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nachher bei dem Boss wieder. Bis dann. Ja, und da sind wir auch wieder direkt vom Boss. Ich habe mir nochmal Solaire gerufen. Ich weiß, es macht eigentlich ein bisschen einfach den Kampf, aber... Macht er jetzt erstmal nichts. Da ist auch schon der erste da. Voll geheilt. Mit Schwanz. Oh, und der haut jetzt direkt rein. Ich heb mal schnell meine Leiche auf. Das geht zurück. Komm, lenken mal ein bisschen ab. Dankeschön. Ein bisschen aufpassen, ey. Oh. Oh, der haut uns hier noch gleich runter. Und da ist auch schon der andere wieder. Ich wünsche, der wird sich ein bisschen auf den anderen konzentrieren. Dann mache ich das jetzt. Weil der gewifft eigentlich nur die ganze Zeit mit seinem Feueratem hier an das. Ich töpfe mich so ein bisschen. Jawoll! Ah, warum triffst du nicht? Oh, das geht schon wieder nix. Ich habe Angst. So leer ist fast hinüber. Das gefällt mir noch weniger. Haben nochmal seinen Schwanz erwischt. Wie gesehen, kriegen wir jetzt nicht nochmal was. Oh Gott, das wird wieder nichts. So leer ist hinüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Weil ich wenigstens einen wegkriegen würde. Da, einer ist weg. Es fehlt nur noch der zweite. Der hat auch nicht mehr so viel. Oh, wir haben Gagal hingefunden. Ja, den habe ich das letzte Mal nicht gekriegt. Sehr schade. Aber der ist Geschichte. Yippie! Hätte Solaire überlegt, hätten wir noch eine Medaille bekommen. Das hat beim letzten Mal ziemlich gut geklappt. Leider ja nicht auf Video. Oh, 10.000 Seelen, das ist schon einiges. Gehen wir mal hier rauf. Denn wir sind ja nicht umsonst auf der Kirche. Denn da oben, das sehen wir schon, das ist so eine Art Glockenturm. Und wie ihr ja noch wisst, ist unsere Aufgabe, die Glocken der Erlösung klingen zu lassen. Eine soll ja hier in der Stadt der Untoten sein, die andere in der Schandstadt, die irgendwo unterhalb von Lordwyn ist, aber da kommen wir bestimmt auch noch hin. Aber immer alles schön nach der Reihe. Erstmal gehen wir jetzt hier rauf. Da sind noch zwei, ich hoffe, die bleiben jetzt auch so stehen. Nicht, dass sie uns plötzlich angreifen, wenn wir läuten. Da ist sie auch schon. Sie ist jetzt nicht sonderlich verziert, das finde ich ein bisschen schade. Sind da Steine? Eine Glocke aus Stein, wie die wohl klingen mag. Lass mir doch mal rein. Da ist noch nicht wirklich viel passiert. Wir haben doch erst eine Glocke geläutet. Eine müssen wir noch. Aber ich glaube, das sind keine Steine, das sieht nur so ein bisschen so aus. Das ist ein komisches Muster. Runterklettern. Das finde ich toll. Man kann immer so schön runterrutschen. Man müsste es eigentlich mal auf einer richtigen Leiter probieren. Aber ich habe noch nie so eine Leiter gesehen hier. Und das sieht doch nicht sehr gesund aus mit dem ganzen Rost hier. Wer bist du denn? Wo kommst du denn jetzt her? Greetings. Hallo. I am Oswald of Kareem. Oswald, Kolbert, der Pinguin. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Cometh thou to confess, or to accuse? For indeed, all sin is my domain. So, Geste lernen. Ja, was kann denn verkauft er denn, Freundes? Läuterungsteine, damit kann man Flug beheben. Ziemlich nützlich in manchen Gegenden. Anklage, meldet Verbrechen eines Eindringlings. Ja, das sind alles Online-Gegenstände, außer der hier, der ist eigentlich sehr nützlich. Hätte ich mir ein paar kaufen sollen. Ich aber leider nicht. Aha, weiß ich nicht, was der macht. Kann man mal gucken. Wunder der schwarzhaarigen Hexe Welka, zeitweise Autokontor gegen schweren Schaden. Jede Sünde fuhr doch eine Strafe nach sich und die Definition der Sünde und das Erteilen der Strafe obliegen der Göttin Welka. Ja, ist auch so ein. Ja, tschüss. Ich lauf mal weiter. Auch so ein Online-Gegenstand. Denn wenn man einen der NPCs tötet, dann
sündigt man quasi. Und dann können einen andere Spieler einfach so invasieren. Finde ich nicht schön, aber bringt uns auch im Moment ja nichts, weil wir spielen ja einfach offline. Denn ich bin im PvP absolut überhaupt nicht gut, also lasse ich es lieber direkt gleich bleiben. Vielleicht irgendwann mal zwischendurch. Mal schauen. So, ich würde sagen, dann laufe ich noch schnell dahin, wo ich mit dem anderen Charakter aufgehört habe. Ich war übrigens nochmal im Stadtgebiet zurück, aber da habe ich sowas vergessen, deswegen werde ich euch nachher nochmal zeigen, wie man da hinkommt. Sieht aber in einem anderen Part wahrscheinlich eher. So, laufen wir mal hier wieder weiter. Zack, zack, zack. Man sieht schon, hinten ist noch so ein anderes kleines Gebäude, da will ich noch hin. Was schön hier so von Bäumen umringt. Sieht gar nicht, wie es weiter runter geht. Aber hier sieht schon baldiger aus. Und da hämmert auch schon einer fleißig drauf los. So, ich setze mich mal hier wieder hin. Da sind meine Tränke wieder voll. Und da oben müssen wir jetzt erstmal eh nicht hin. Ich werde jetzt keine Seelen ausgeben, weil da ist ja nicht mein richtiger Charakter. Ich wollte mit dem jetzt so schnell den Boss machen. Und da bin ich mal schnell hingelaufen. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Ja, bei dem können wir schmieden und eine Kiste lernen. Ich kann es mal zeigen bei der Rüstung. Ich habe hier schon ein bisschen was hochgelevelt. Sieht schon, ich könnte den Helm plus 1 machen. Dann mache ich auch mal. Zählt ja ein bisschen mehr aus. Bei den anderen Sachen habe ich ja schon gemacht. Die Elite-Ritterrüstung. Aber die werden wie gesagt später finden. So, laufen wir einfach mal weiter. Und da kommen wir auch schon im Wald. Hier war übrigens noch ein Monster, das scheint aber nicht mehr wiederzukommen. Ein Titan-Dämon oder Obsidian-Dämon, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Aber die werden wir bestimmt noch ein oder zwei im Spiel begegnen. Da kann ich nochmal drauf eingehen, wie man die so am besten besiegt. Und jo, ein Baum. Ein wilder Baum. Hallo, Ent. Na. Schlägt mit seinem Essen. Der kann uns auch packen und ziemlich böse wehtun. Oh ja, das war ein Brustklumpen, der halt uns, falls wir mit Blut angegriffen werden, also einen Blutschaden kriegen, anfangen zu verbluten, dann kann uns das heilen. Andere ziehen Verband an. Wir brauchen einfach uns nachfallen. Oh, Schatte, der hat doch irgendwas gehabt. Wir essen einfach Blumen, stellt auch die Blutung. Ah, ich habe schon gesehen. Erstmal will ich den da. Ich glaube, da steckt noch einer am Boden fest. Man sieht noch so ein bisschen da die Krone rauskommen. Sieht nicht genauso aus wie der da, wenn man mal genau hinguckt. Und der Busch hier sieht anders aus als das Ding. Und da kommt auch schon hoch. Aber nicht mit mir. Aber oh, dass man die schon so schlagen kann, wusste ich jetzt auch nicht. Und da steht auch schon was. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ja. Handfahrt. Also hier würde ich nicht runterfahren. Ich glaube, das tut weh. Na, wo geht's da lang? Aber erstmal. Hier eine verdächtige Mauer. Nicht diesen Dark Souls, wie ich scheinen, auch nicht die Mauern. Denn die verschwinden einfach mal. Ich glaube, die richtige Mauer ist das Ding, was hier liegt. Und dahinter ist ein Leuchtfeuer. Und da setzen wir uns halt mal hin. So. Denn ich würde sagen, die Folge ist jetzt vielleicht etwas kürzer als der Rest. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geschaut. Aber ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder mit dem richtigen Charakter und ich hoffe mit weniger Problemen als das letzte Mal, wenn es wieder heißt, der Marscher zockt Dark Souls. Prepare to die.